Hallo, herzlich willkommen zu einem Majora's Mask Let's Play. Von mir schon wäre das letzte Mal. Haben wir hier, haben wir hier rausgefunden, dass wir was Lustiges anstellen können. Und zwar werden wir jetzt die Bienen runterlassen. Oh mein Gott! Ja. Ist es nicht wundervoll? Echt wundervoll. Ist nur die Frage, wie wir da runterkommen. So. Und ich muss auch jetzt hier kurz erwähnen, dass ich hier einen anderen Controller jetzt verwende. Und zwar einen GameCube-Controller. Wuhu! Also werde ich mich jetzt hoffentlich auch besser anstellen in manchen Sachen. Und keine Ahnung, wir werden schon sehen. Ich werde schon irgendwie hinkriegen. Auch wenn ich jetzt wieder anfangen werde, die tollen Tasten zu verwechseln, weil ich ja beim Xbox-Controller die Tasten andersrum hatte. Aber das wird schon passen. So, ich hoffe, dass das hier richtig ist. Wenn man von Logik gehen, müsste das die richtige Tür sein. Aber Logik, wer braucht schon sowas? Eigentlich hätten wir die gar nicht verdingsen müssen. Wir haben ja die Steinmaske. Aber egal. So, schauen wir mal. Oh mein Gott. Es ist eine Kiste. Badadada. Oho. Der Fanghaken. Sehr schön. Richtig geiles Item. Ich meine, kennt jeder. Ist eigentlich der Endhaken. Und oh. Obwohl, ich habe ja doch Platz. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar keinen Platz hier oben, aber ich kann ja den Bogen wegtun. So, schauen wir mal. Wir wollen jetzt hier rein. Und, ah, Alter, tut mir nicht weh. Wie hat es uns überhaupt gesehen? Wir sind ein Stein. Egal, wir wollen hier rein. Und, oh, stimmt, wir brauchen noch eine Flasche. Und jetzt gibt es hier nämlich ein Ei. Wie komme ich runter? So, okay. Ha! Ich glaube, ich kill das Vieh auch noch. Los, komm zu... Oh. Warte, wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Wie mache ich das? Oh. Was für ein Cheater? Egal. Ja, hierfür haben wir eigentlich... Ah! Lass mich in Ruhe. Hierfür haben wir eigentlich den Endtag, um das Vieh zu killen, aber ist mir jetzt egal. Alter, die hat mich halt ein bisschen fertig gemacht. Wir wollen hier einfach so schnell wie möglich raus. Wir müssen ja nicht das Vieh kaputt machen, das ist mir jetzt egal. Und es kann auch sein, dass ich ein bisschen müde klinge. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich müde bin. Oh mein Gott! Weil mir müde ist, nicht weil ich... Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Es ist nämlich gerade 0.42 Uhr. Yay! Okay. Pow! Oh, schade, ich habe gehofft, dass da noch irgendwie Leben rauskommt. So, ich hätte aber trotzdem gerne hier die Maske. Sehr wichtig. Aber wir haben ja jetzt schon ein Ei. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie viele wir brauchen. Ich glaube 3 oder höchstens 4. Ich glaube aber 3. Und wir werden noch sehen, wie es dann wirklich ist. So, wir können jetzt aber endlich cool hier den Boom! Den Fanghaken benutzen. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht aus den Enterhaken nenne. Weil ich meine, wir kennen den alle unter dem Namen Enterhaken. Es heißt ja normalerweise so. Ha! Ist ja schön. Eine Kiste. Und? Wir sind wieder nur Rubine. Da. Es kann doch nicht sein, wirklich? Ich will jetzt ganz kurz was schauen. Die sollten wir mal öfters mit ausgerüstet haben. So, schauen wir mal. Okay, ja gut. Dann halt nicht. So, auf was ich mich auch schon freuen werde, ist, dass ich jetzt mit dem tollen neuen GameCube-Controller nicht mehr das Problem mit der Ocarina haben werde. Oh je, ups, das hätte ich nicht machen sollen, egal. Weil jetzt habe ich einen C-Stick und der funktioniert auch wie ein C-Stick. Yay! Schon wieder eine Kiste. Wo kommen denn die ganzen Kisten her? Gibt es hier noch irgendwas? Okay. Los. Bestimmt wieder nur 20 Rubine. Na, willst du mich verarschen? Ey. Verflucht. Egal, wir gehen einfach. Keine Ahnung wohin. Da oben hier. Wir haben jetzt so viele neue Wege.
Wir können erstmal überall hingehen. Gleichzeitig. Uah. Nein, das nicht. Das hier ist ja nicht dieses 4-Link-Spiel. Dieses Teil, wo man zu viert spielen kann. Oh, da können wir rein oder da. Ich gehe mal hier rein. So. Du, 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 du. Hm? Hier sind Kanonen. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist, da lang zu gehen. Und oh ja, nein, was sollen wir nur tun? Sie werden uns noch entdecken, wenn wir nicht aufpassen. Ich meine, was sollen sie entdecken? Einen laufenden Stein? Ha! Ich bin wie ein Ninja! Oh. Das sieht verdächtig aus. Okay. Halt! Wo ist unsere Maske? Es erfordert einiges an Mut, um in unsere Festung einzudringen. Was ich dir jetzt antun werde, wird mir ein Vergnügen sein. Alter! Nein! Ha! Hey. Aua! Ah! Okay, das Problem mit der Kamera ist trotzdem noch da. Au. Aua! So, aber sollte passen. Heuer! Ja, ja, los, komm, hä? Trau dich! Heuer! Ja. So, jetzt ist eine Wand da. Jetzt kannst du nicht mehr wegrollen, du. Oh. Dumme Bitch! Ha! Ja, Alter! Komm schon. Ich muss, bevor sie angreift, angreifen. Oh. Das ist aber gar nicht so einfach, so. Boom, easy! Das wäre alles bestimmt richtig schwer, wenn wir nicht uns so tolles Schwert hätten. Glaubt nicht, es ist schon vorbei. Dass es schon vorbei ist, aber. Ja, du weißt, was ich meine. Hm. Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay, das war relativ easy. Die hatte richtig wenig Damage gemacht. Ich wette, ich wäre verreckt, hätte die mehr Schaden. Mehr Schaden gemacht. Och nee, ich sehe schon wieder. Da ist schon wieder so eine Muschel, so eine. Was weiß ich was drin. Hat ein bisschen anders. Du, 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 du. So, vielleicht kann man es ja so kaputt machen. So, stirb! Ah. Komm schon! Ich glaube nicht, dass es das wird. Oh, shit. Kann ich da durch angreifen? Nee, okay. Ah, Mann, wie nervig. Ich hasse diese Penner-Muscheln. Egal, wir werden es überleben. So, ja, das war's. Kann ich währenddessen Enthaken benutzen? Nee. Na toll. So viel dazu. Egal, dann gehe ich einfach hier hoch. Ja. So, jetzt. Jetzt noch kurz warten, bis dieses Drecksvieh hier lang gehüpft kommt. Los, komm doch, traust du dich? Ha. Abtauchen! Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh. Ja, ich bin hier voll. Oh, ab da. Ah. Okay. So jetzt. Komm schon. Runter mit dir. Ba-da-da-da. Du hast ein Zorai in einer Flasche verstaut. Es sieht nicht sehr gesund aus, bla bla. Es wird schon überleben. Oh Gott. Nein, Alter. Ich hasse diese Muscheln. Egal. Solange die nur in dem Wasser sind, ist okay. Obwohl, das wäre viel besser, wenn die davor wären oder irgendwie sowas. Dann könnte man gegen die viel einfacher, naja, kämpfen ist jetzt, glaube ich, nicht das Richtige. Ja doch, dann können wir die viel einfacher kaputten. Wer kämpft schon mit Muscheln? So, ah, hier kommt man dann raus. So, jetzt ist nur die Frage, wie viele Eier gibt's? 3 oder 4? Oder 500? Nein, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nur 4 oder 3. Aber nicht mehr oder weniger. Vielleicht. Yay! Wäre vielleicht schlau gewesen, das davor zu wissen. Aber pff. Von wegen, sowas brauche ich nicht. Wir haben unsere Steinmaske, wir können hier eh, kommen hier eh super einfach durch. Oh. Das ist nicht der Ort, wo ich sein will. Will ich? Hier komme ich wieder raus. Richtig? Du, du, du. Da, da, da. So, gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Du, du, du.
Boah, jetzt kommt auch noch die Glocke. Egal. So. Ist da oben eine Tür? Nee, oder? Egal, warum komme ich hier hoch? Ist hier eine Kiste? 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 Unsichtbare Kiste? Nee. Hm. Dann vielleicht hier drauf und dann sieht man von da aus noch so ein nicht Enterhaken, noch so ein Greifhaken-Geding. Ah. Wer sagt's denn? Hm. Ich wette, wenn wir da drauf gehen, können wir nochmal irgendwo anders hin. Ich schau erstmal hier rein, vielleicht. Ah, das ist sowas Neues. Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre etwas, das wir noch nicht kennen. Schon kennen, meine ich. Was ist denn da unten? Einfach nur ein schwarzes Loch. Okay. Hallo. Die schaut uns hinterher, aber die sieht uns nicht. Nice. Pau, oje, jetzt kommt's wieder. Ich habe Angst. Ha, wer hat schon Angst? Halt! Wir lassen uns durch diese Maske nicht täuschen. Okay, jetzt kann ich mir schon denken, es gibt wahrscheinlich vier Gedönse. Au. Vier Eier. Denn ich denke mal, dass es drei von diesen Kämpfern gibt. Das würde ziemlich gut passen auf jetzt diese drei Göttinnen, von denen ich gerade den Namen leider nicht auswendig weiß. Weil ich ein Kacknu bin. Und. Pow! Die sind aber alle voll easy. Drei Schläge tot. Glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Aua. Warum hat die uns nicht davor geblendet und uns dann angegriffen? Das wäre viel schlauer gewesen. Pa. Warum denken die nie nach, die NPCs? Ding. Oh Gott. Ah, das ist gut. Wir sind Zora. Wir können jetzt coole Sachen machen. Und was ich mit coole Sachen machen meine, werdet ihr gleich sehen. So, weg damit. Hier. Flasche her und dann passt es. Da ist... Hey, warte mal, da ist ja noch eine Kiste. Wo kommt die denn her? Oh. Nicht... nicht die Luft fischen. Mit deinem... Das haben wir schon mal gemacht, Link. Das bringt nichts mehr. Wir haben damals schon keine Fliegen gefischt. Jetzt klappt das auch nicht. Oh. So. Ja, jetzt wisst ihr, was ich meine. Will das Vieh irgendwann verrecken oder überlebt es für immer? Egal. Du hast ein Zorei. Sehr schön. Hör damit. Und was ist hier drin? Komm schon, gib mir irgendwas Cooles. Wow. Unglaublich. Warum kriegen wir überall 20 Rubine? Müssen wir bald irgendwas kaufen oder so? Die wollen uns bestimmt irgendwas andrehen. Aber nein, nicht mit mir. Oh, so. So, jetzt haben wir drei Eier. Ich glaube, es gibt vier, wie schon gesagt. Wir werden es sehen. So, ups. Öffne dich. Link, stell dich vor die Tür, nicht daneben. Oh, nicht die Stahlmaske vergessen. Obwohl, jetzt ist die Frage, gibt es wirklich genug Eier? Da oben waren wir, haben eins bekommen. Hier waren wir jetzt. Und da waren wir, glaube ich. Ich gehe einfach mal hier nochmal in die Richtung. Und gehe sicher. Ich meine, notfalls müssten wir noch kurz wieder hier hin. Und das vierte Ei holen, was eine richtige Zeitverschwendung wäre. Aber wir würden es überleben. Behaupte ich mal. So. Hui! So, hier würden wir... Moment, nein, hier waren wir schon. Hier würden wir dann wahrscheinlich da zu dem, wo man rausgeht, kommen, richtig? Richtig, okay, gut. Dann schaue ich jetzt noch ganz kurz in die andere Richtung. So, komm schon. Hier, ja, das kennen wir. Dann schaue ich noch ganz kurz. Ein bisschen weiter. Wie kann ich nur? Und zwar in die Richtung. Ich gehe da einfach mal die Treppe hoch. Nein, warte mal, da war das mit den Bienen.
dann war's das jetzt eigentlich. Juhu, das gab doch nur 3 Eier. Und wenn nicht, dann wäre das jetzt doof. Und jetzt kann ich schon wieder hier hin. Mann. So. Wir werden es überleben. Hui. Tiding. So. Jetzt nah hier hoch. Piu. Boah, wie das mein schläfriges Hirn hier noch schafft, Mann. Ich bin voll stolz auf mich. Seid ihr auch stolz auf mich? Ja? Nein? Okay, ich weiß nicht. So, was sind das hier eigentlich für komische Geräusche? Das Wasser macht komische Geräusche hier. Da hat man ja voll Angst. So, abtauchen. Und schwimmen. Pfuh. Wir wollen natürlich nicht erwischt werden jetzt noch. Am letzten Drücker wäre natürlich doof. Wäre, glaube ich, sogar egal, aber man will ja sicher gehen. So. Und. Jetzt geht's raus hier. Hoffentlich brauchen wir nur 3 Eier und keine 4. Ich denke mal, wird schon passen. Was ist das für ein Geräusch? Wir können jetzt da lang und irgendwas bekommen. Ich würde mal raten, ein Herzteil. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden sehen. Was sind das für Geräusche? Egal. So. Puh. Na toll. Ach nie. Lass mich in Ruhe. Da ist schon wieder so ein Vieh. Bitte nie. Ich hasse diese Viecher so sehr. So unglaublich sehr arg. Uah. Also wirklich. Ich meine, jeder hasst die. Es gibt keine schlimmeren Gegner in dem Spiel. Wie die Dreckskack-Dings. Bah! Ja, so. Vielleicht können wir jetzt auch hier hoch. Ding, Wow. Oh, wir hätten wahrscheinlich auch hochklettern können. Ich bin mir nicht sicher. So. Da hinten bräuchten wir eine Erbse. Die wir leider nicht haben. Wahrscheinlich kommen wir mit der Erbse kommen wir dann da oben rechts hin. Und da ist dann wahrscheinlich ein Herzteil. Also, ja, schade. Nicht für uns. Oh Gott, nein. Ich drück die falsche. Ich hätte abrollen sollen, ich Idiot. Egal, nicht so wichtig. So. Und. Voll cool. Ich finde es voll cool. Das ist eins der wenigen Spiele, wo Wasser nicht automatisch total nervig ist. Einfach nur, weil man hier super schnell mit dem Zora sein kann. Ja. Auch wenn man verkacken kann, wie ich. So. Alter! Wir sind gerade an der Wand abgeprallt. Und nein! Dieser doofe Rüstungshaini, der uns unsere Dings klauen will, ist da dann im Weg. So. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht ganz, wo. Ach, da hinten wahrscheinlich. Okay. Jetzt kann ich kann mir schon denken, wo man die. Die Eier abgeben muss. So. Aber davor wollen wir noch wo ganz anders hin. Ja. Oh nee, nicht die Viecher. Aua. Und zwar hierhin. So. Denn wir haben ja noch was anderes Tolles. Wir sind ja Spanner. Oder so. Hey du. Schon seit 30 Jahren fange ich hier Fische. Mittlerweile bin ich sogar besser als die Leute vom Volk der Zoras. Zumindest würde ich das gerne von mir behaupten können. Seit kurzem ist das Wasser hier sehr warm geworden, das kommt meinen Bemühungen nicht gerade entgegen. Außerdem ist das Wasser auf einmal so trüb geworden, jedes Mal, wenn ich hinaushaufe, verirre ich mich und lande wieder am Strand. Sowohl wir Fischer als auch die Fische selbst sitzen arg in der Klemme. Falsche Person? Vielleicht. Vielleicht im anderen Haus und vielleicht doch da, ich weiß es gerade nicht. Wir werden schauen. So, komm schon, bitte seid das richtige Haus. Okay, 2 Ideen. Oh. Nein, okay. Das hier? So war es vielleicht. Ah.
Was? 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 Oh, 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 je, yeah. Stimmt, das ist ja was ganz anderes, das bräuchte viel zu lange jetzt. Das ist ja eins dieser wenigen Dingshäuser, ja, ja toll, Dingshäuser. Eins dieser, Skulltula-Häuser. Es gibt zwei in dem Spiel. Und da kann man irgendwie so Skulltulas gedingsen bekommen, was weiß ich. Ja. Okay, das hilft nicht. Mann, irgendwie, das ist, ich muss noch schauen, wie es mit dem Bild ist, aber, ja gut, okay, dann haben wir jetzt die Eier und wir haben ein tolles Bild und wir haben rausgefunden, dass da dieses Skulltula-Haus ist, das wir auch noch irgendwann machen müssen. Und ich würde mal sagen, dass wir das nächste Mal die Eier dahin bringen, wo sie hin müssen. Ah ja, stimmt, die müssen ja zu dem Typ da hinten. Ich glaube, ich schwimme schon mal hin. Ich meine, ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn die Folge ein bisschen länger wird. Ich glaube, die letzten Folgen waren eh alle ein bisschen kürzer, da darf man auch mal die hier ein bisschen länger machen. So. Und zwar, wir können gleich nachschauen, wie das da mit den Eiern ist. Oh, wenn ich diese doofen Schleimviecher da in der Nähe nicht mag. Mann. Oh. Ich bin einfach dagegen geschwommen. So. So, wahrscheinlich braucht man doch 4 Eier. Und wenn es so ist, wäre das doof, aber nicht so schlimm. Dann würde ich dann gleich wieder zurückgehen, aber das Offscreen nur zurückgehen und dann würden wir da kurz weiter suchen. So, hey du. Reden wir mal kurz mit ihm. Spät ran, Tizi. Was bloß machen die Zoas? Blablabla. Was ist der Kleine? Du bist hier. Nee, die sollen schlüpfen. Ich war aufgeregt, aber bla bla bla. Ah ja. 1 bis 3 Tage schlüpfen. Aha, aber schlüpfen. Aquarium. Ja, sage so rein. Genau. Okay. Nutzlos. Dann würde ich sagen, ist es die perfekte Zeit, da die Eier reinzuwerfen. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wenn nicht, dann wäre das ein ziemlicher Fail. So, schauen wir mal. Also nicht, dass wir jetzt irgendwo reinwerfen, wo die nicht reingehören. Das wäre natürlich doof. So, und? Schlupp! Hui! Animation da ist, ist es richtig. Ding, 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 ding. So, und du auch noch. Und das nächste. Und dann können wir schauen, ob es vielleicht sogar 3... Ich kann ja auch kurz nach die Folge beenden, kurz googeln, wie viele es sind. Ich weiß, das wäre ja halbwegs gecheatet, aber naja, nicht wirklich. Hm? Ja. So. Mann, das muss auch noch richtig drüber stehen. Nein, du darfst es nicht da an die Stelle hin tun, weil das ist irgendwie so von den Sternzeichen her falsch, weißt du? Da haben die dann schlechtes Glück. Mhm. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass ich jetzt die Folge beende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.